Bescheid geben und die Kohle. Ich nehme von Servus. Der, an. Der kann mich am Arsch lecken. Der, wo meine Freunde oder Familie an den Pranger stellt. Das Dumme war, entschuldige, die haben alle mitbekommen, dass es ein Spaß war. Herrgott, was ist denn jetzt schon wieder los? Nein, gestern die Aktion. Alle, die da standen, haben mitgekriegt, dass es ein Spaß war. Ja, und Adahi, weißt du, der, wo über die Sheriffs so lässert und schimpft und Co., holt die Sheriffs. Nee, bei mir ist er durch. Wenn du ihn nur Vertrauen schenkst oder sowas, es ist deine Sache, da bin ich dir auch nicht böse. Aber mir braucht er nicht mehr angetanzt kommen. Ich habe ihm damals gesagt, als ich ihn von der Bäckerei rausgeschmissen habe oder runtergeschmissen habe, ich sage, unsere Freundschaft ist hiermit erledigt. Sehr verpiss dich, ich will dich ja nie wieder sehen. Ja, dann kam er ja irgendwann wieder an und sagt, er macht einen Scheiß und bla bla. Da ist schon wieder eine Schlange. Hier, schon wieder eine Schlange. Was ist denn das hier? Ihr redet von dem Indianer oder was? Ja. Ja, wenn ihr euch selber schuld, wenn ihr dem roten Teufel vertraut. Wo kommen denn diese ganzen Drecksviecher her? Das nimmt richtig Überhand momentan hier. Terence, lass dich nicht beißen. So. Was? Erledigt. Aus die Maus. Eieiei. Oh, das ist er. Das ist John. Sorry. Ja, kein Problem. Bloß die Schlangenpest. Ja. Ja, sei froh, du hast wenigstens noch Peng-Pengs, ich hab keine mehr. Wieso? Hast du mir ja vorhin erzählt, ja. Ja, hör mir auf, ey, ich krieg's Kotzen, und nirgendwo kriegst du die Dinger, ey. Wenn der auf den Zug wartet, dann kann er lang warten. Der kommt nicht, wenn spätestens um 8. Wer? Mein Paps. Wieso wartet er auf den Zug? Ja, weil er bei der Schiene gestanden ist und hat so komisch geschaut. Ach so. Paps, wenn du auf den Zug wartest, auf die Schienen, musst du warten bis um 8 so rum. Soll ich auf den Zug warten? Ja, weil du auf die Schiene so gestanden bist. Ach so, weil die Stange, die ist weiter irgendwie, du hast sie nicht getroffen, du Idiot. Die ist bei mir doch umgefallen. Ja, dann hol sie mal. Ja, zwei Ballermänner und trotzdem nichts treffen. Ja. Eieiei, die Jugend von heute. Ja. Ich nehme nächstes Mal meine Elefantentüte. Bleib mit für eine Schlange. Du bist da auch lustig, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja, da trifft man wenigstens, ne? Ja. Ja, aber gestern, das habe ich ja nur halb mitgekriegt. Also ich habe nur einen Teil erzählt bekommen. Jimmy hat wohl irgendwie Stress mit den Marshals gekriegt. Ja, der hat die noch irgendwie, was ich heute gehört habe, sie angeschossen oder versucht zu erschießen oder irgendwie so. Was? Jimmy doch nicht. Ja, angeblich war der gestern so rotzbesoffen, dass er auf die geschossen hat. Erst hat er Stress in Saloon gemacht. Ah. Und dann, ich weiß nicht, ob das sogar der Sheriff oder Deputy oder irgendwie sowas war, der, wo man das noch erzählt hat, dass er auf die geschossen hätte. Das traue ich dem gar nicht zu. Ja, ist ja auch kein Wunder, so scheiße wie die gestern drauf waren. Ja, aber trotzdem, er hat in der Zelle gesessen. So scheiße drauf. Ja, er hat in der Zelle gesessen. Ich habe gestern auch am liebsten einen in die Fresse gehauen. Er hat in der Zelle gesessen und jetzt soll irgendwas starten, dass sie ihn suchen werden oder wie auch immer, warum er seine Zeit verbüßt. Also von daher... Eieiei. Das sind Zustände hier in dem County, meine Fresse. Ja, nicht mehr lang, weil mir reicht's dann langsam. Mir reicht's langsam, weil wenn die meinen, die können da durchdrehen, dann drehe ich durch. Und wenn ich durchdrehe, dann wird's ungemütlich. Das ist immer diesmal scheißegal, was dabei rauskommt. Musst aber warten, bis meine Jungs die Hufeisen haben. Die haben schon ganz schön was gesammelt. Für dich. Bestellung geht natürlich vor. Ja, so ist das. Ach, Mann. Wie soll das hier noch enden? Ich hoffe, dass die Wahlen am Sonntag mal ein bisschen Besserung bringen. Ja, wenn nicht am Sonntag wieder eine Abnacht ist. Ja. Wenn ich da... Ach, da sitzt er da sogar. Er ist irgendwie am Buch am Lesen oder so. Na, ab! Oh. Der kann er nicht lesen, der tut immer nur so. Der Matt tut immer nur so, als wenn er gebildet ist. Drum tut er immer so, als wenn er lesen tut. Aber lesen kann er nicht. Man sagt nicht tut.
Der liest. Okay, er versucht. Er versucht. Er ist schon eingepimpt beim Schnitzen. Ja, aber er schnitzt schön weiter. Ich glaube, das ist nur ein Reflex. Gleich ist der Finger dran, da wird er wach werden. Ja? Wird lustig, das Blut daraus spritzt. Komm, wette, ab wie lange dauert's? Keine Ahnung. In 5 Minuten schneidet er sich in den Daumen, wetten. Du sagst 5 Minuten? Ich sag 5. Okay. Ja. Ich wette $1 weniger. In jetzt 5 Minuten. Ich wette 7 Minuten und 30 Sekunden. Boah, ja. Dann hast du aber eine genaue Uhr. Hast du noch was heute? Heu. Ja. Wie viel brauchst du? Mal so 20. Ja, klar. Du wieder Schlange. Oh, schon wieder das Vieh. Jetzt treffst du aber, los. Jetzt bringt dir nichts, wenn du schießt, wenn die schon tot ist. Ich war nicht so schnell, Mann. Das ist ja Wahnsinn hier mit den Viechern. Ja, unglaublich. Also heute ist besonders schlimm. Meine Herren. Ist hier ein Nest oder was? Ich habe keine Ahnung. Kann ich ihm gleich das Echsenfleisch in die Tasche stecken? Stimmt. Die Kutsche zieht das an. Das kann sein. Oder die fallen aus der Kutsche raus. Das kann auch sein. Ihr fallt auch gleich raus. Ich hab gewonnen, Terence. Ich hab gewonnen. Weniger als 5 Minuten. Ich krieg hier alles mit. Ja, nee. Er hat sich nicht in den Finger geschnitten. Anderson hat gewonnen. Er kriegt $1 von jedem. Warum? Was war denn los, Anderson? Nur so. Auch nix. Wir wetten bloß auf deinen Nacken. Ja. Yes, ach, echt, Anderson, ja. $1. Bitte. Danke dir, John. Bitte kleiner schön. Bescheißer, du hast den Tritt in den Arsch gegeben, dass er wach wird, hä? Nein, sowas würde ich nie machen. Ich auch den Dollar gegeben. Vielen Dank. Bitteschön. Mit dir muss ich nicht mehr. Es geht ja. Das ist Terence, warte, ich lass mich wieder. Nein. Jetzt zu spät. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus, jetzt bin ich um $1 noch ärmer. Oh. Die ärmste Sau wie im ganz County. Was hast du mit deiner Hand gemacht? Heu für dich. Ja. Ja, du schnitzt und Paps hat einen blutigen Daumen. Ich glaube, irgendwas ist da schief. Alles gut. Ja. Komm, ich $2 von dir. $2, ja. Wie kann ich die Waffe nicht mehr wegstecken? Jetzt? Rüste sie neu aus. Einmal einstecken. Diesel. Der John kriegt. Nee, geht nicht. Ich dann gibst du mir mal. Jo. Nee. Schade. Eine schöne Waffe. Komm mal kurz mit, Terence. Nein, also Winnie ist nicht da. Winnie ist nicht da, ja super. Na. Ey. Ja, ich hoffe, der kommt heute noch. Eigentlich ist er vormittags und mittags eigentlich immer da gewesen. Ja, vielleicht hat er heute was. Vielleicht muss er die Stute besteigen. Du meinst Lisa? Das glaube ich nicht. Ja, wer weiß. Ja, ich glaube, er hat gestern ein bisschen zu viel ins Glas geguckt. Ja, das kann auch sein. Na gut, dann reite ich jetzt erstmal zur Bank, ganz schnell. Ja, lauf nicht mit so viel Geld rum, weil sonst könntest du überfallen deswegen. Werden. Ja, deswegen. Ja. Na gut. Alles klar. Wir sehen uns dann später. Ja, auf jeden Fall. Ciao, bis ciao. Dann. Ciao. Aufpassen. Eieiei. Das war jetzt der wer? Joe. Joe Bon, ja. Bollo, irgendwas. Also Joe. Ich sag einfach nur Joe. Holzmensch oder sowas. Oder? Nein, eher so ein Jäger. So ein Naturbursche, okay. Jäger und Sammler. Ah, okay. Der will aus den Fellen, die er macht, Klamotten herstellen. Krokodilschuhe und so ein Kram. Wer war das? Wo waren wir? Der Joe eben hier. Der mit dem Vollbart. So, der will sowas an. Ja. Ja, gibt bestimmt Leute, vor allem in Saint-Denis, die
einen Elefanten auf 10 Meter nicht treffen. Die berühmen sich dann mit, dass sie die Viecher selber geschossen haben oder so ein Scheiß. Ja, gut möglich. Ja. Das ist gut möglich. Tja, und was habt ihr heute noch so vor? Ich muss nochmal zum Farmers Markt und ich weiß nicht, ob jemand bei der Apotheke ist. Was willst du noch? Ich habe irgendwie zwischendurch immer Nasenbluten. Was? Wo hast denn die her? Das hört sich jetzt dumm an. So. Ja, schau doch mal seine rechte Hand an. Die ist voller Blut. Der puppelt immer in der Nase. Du hat sich heute Nacht im Bett umgedreht und mir schön im Schlaf ihre Hand oder Faust in die Fresse gehauen. Also so auf die Nase drauf. Heutzutage. Naja, also meine Frau. Sie hat geschlafen. Meine Ex-Frau hat das vielmehr auch. Das sag ich auch immer. Ja. Meine Ex-Frau hat das auch immer gemacht, wenn ich angefangen habe zu schnarchen. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin wach geworden davon. Das tat weh. Und sie hat weiter geschlummert. Aber dafür ist das ganze Kopfkissen jetzt rot. Das kann sie selber sauber machen. Ja, und die Ärzte können dir nicht helfen? Kannst du nicht ein bisschen Stroh in die Nase stecken? Sieht bestimmt flott aus. Ja, das habe ich schon versucht. Das kitzelt und ist irgendwie komisch. Ah, verstehe. Ich muss da irgendwie, weiß ich nicht, Wolle oder so da rein. Oder ich habe keine Wolle, keine Ahnung. Schade. Oder so ein Tuch. Ich könnte dir einen kleinen. Äpfel macht es jetzt auch nicht besser. Ich könnte dir einen kleinen Pelz geben, den kannst du dir in die Nase drücken. Nee, lass mal, danke. Gut. Danke dir, Terenz. Bitte. Zigaretten sind immer gut. Ja. Ja, ich habe mal jetzt diese Edelsteinbrocken gewaschen, habe die dann mal zum Steinmetz, habe sie mal ein bisschen bearbeitet. Ja, da gibt's ja gar nichts dafür. $5 bis $6, so ein Scheiß. Oh. Das lohnt sich überhaupt nicht. Ja, $5 bis $6, Das, die Menge macht's. Ja, die Menge. Wir sind immer mit 2-3 Mann gerade. Ich habe extra eine 1000er Kutsche dafür abgestellt, wo wir es schon reingeschmissen haben. Also du hast tatsächlich 1000 Edelsteinbrocken und wie viel hast du dann? Nicht mehr, aber ich bin, wenn ich rüber geritten bin, so meistens im Schnitt immer so zwischen 500 und $800, $900 rausgeritten. Aha, okay. Nee, es waren mehr. Ja, wir sind mal mit mehr und mal mit weniger hingeritten. Jetzt also ich habe da wieder locker mal $2000 rausgeholt. Ja, aber wie lange habt ihr da gestanden? Ja, schon allein. Nee. $1840. Oh Gott. Ist ja jetzt egal, die Summe, aber ich finde es schon ein bisschen zeitaufwendig. Ne? Dann bist du die ganze Zeit in der Mine. Aufwendig, Ja, 10 von 10 Edelsteinbrocken waren 3 gebrauchbar. Mhm. Ja, und dann die ganze Schleiferei, den Mist. Ja, und dann wieder verkaufen. Ach, nee. Ja, und deswegen haben wir das gemacht, dass wir mit 3 Mann da was reingegangen sind in die Mine. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, Leife. Weil je öfter ich das mache, desto mehr lerne ich dabei, weißt du? Dann kannst du auch die höherwertigen schleifen. Ah, verstehe. Ja, deswegen, macht Sinn. Wenn du sowas hast, kommst du zu mir. Und dann fahren wir runter und ich schleife dir die. Alles klar. Ich weiter fortbilden da drin. Und wenn die höheren Sachen kommen, dann kann ich dir die auch schleifen, so wie Rubine oder sowas. Die kann ich mich selber noch nicht. Ah, okay, gut zu wissen. Es macht keinen Sinn, dass du jetzt anfängst damit. Das ist Nee. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das war ziemlich ernüchternd und ja. Aber wenn du das ich dann... Ich hab schon sehr viel gelernt, kann ich dir sagen. Okay. Ja, weil wir haben es immer so gemacht. Ich habe gewaschen, er hat in der Zeit geschliffen. Weißt du, wie ich meine? Weil es ist scheiße, wenn wir zwei die abbauen, dann gleichzeitig schleifen. Das bringt nichts, weißt du, wie ich meine? Wenn einer wenigstens schleift und sich hocharbeitet, kann der andere in Ruhe waschen, weißt du, wie ich meine? Ja, klar, natürlich, verstehe ich. Macht Sinn. Ja. Und auch beim Bergbau lernst du auch mehr. Du weißt dann irgendwann mal die Stellen, wo du reinpicken musst. Ja. Je öfter du das machst. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ist ja fast überall so. Ja. Dann irgendwann hat man ein Gespür für die richtigen Stellen, wo die besten Sachen drin sind. Ja, richtig, genau so. Ja. Boah, also, warum geht die Jacke, ziehe ich die Jacke immer an? Weil es warm ist, kalt ist. Nee, mir ist zu warm. So kann ich nicht laufen, weil das ist scheiße. Das sind gefühlt 22 Grad hier. Bei mir sind es 32. Was? Hast du die fliegende Hitze oder was? Deine Wechseljahre? Jetzt bin ich bei genau 19 Grad gefühlt.
Jetzt zieh mal dein Hemdchen drüber. Dann bin ich wieder bei. Ja, so darf ich eh nicht rumreiten, weil schwarze Hose, roten Waffenholster. Ach, also das ist die habe ich auch schon irgendwann mal gesehen. Ja, die werden gesucht. Was? Ja. So. Ja, wegen mehrerer Überfälle und so. Hast du was damit zu tun, oder was? Na, 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 hallo, 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 ich doch nicht. Ich bin die Unschuld in Person. Ich bin der Bravste der Bravsten. Na klar. Ich habe die Langwaffe auch nur so als eleganten, so zum Hinstellen. Weißt du, ich habe auch eine. Junge, Bürgerliche Junge. Verruf. Ja, du Mach redest dich schippig. gerade um Kopf und Kragen. Erwische ich dich dabei, hau ich dir aufs Maul, das weißt du. Ich hab damit nichts zu tun. Ich sag's dir nur. Das war nur ein freundschaftlicher, väterlicher Rat. Richtig. Ich mache auch was, ja, aber ich bin nicht so blöd, dass ich mich erwischen lasse. Eieiei, das will der bestimmt nicht hören. Nein. Weiß deine Mutter davon? Ich denke eher nicht, und das sollte sie vielleicht auch nicht erfahren. Das interessiert sie eh nicht. Was macht es nicht? Das glaube ich nicht. Wenn die das rauskriegt, die haut dir richtig irgendwo hin. Ja, momentan ist sie eh mit dir beschäftigt, mit die Gespräche und so. Es ist egal, Terenz. Lass es. Einen wunderschönen, wie geht's euch? Ey, ist es nicht ein schöner, herrlicher Tag? Schauen Sie mal, Ja. diese Schäfchen wollten Diesen an da oben. blauen Himmel an mit diesen schönen, weißen, kuscheligen Wolkchen. Ei, 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 dann. Dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Ja. Welches Gespräch? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich. Ja, Was ist? John, so ist das. Da zieht man die Brut jahrelang groß und dann nur noch enttäuschend. Ja, weil nicht enttäuschend ist. Ich liebe ihn trotzdem. Ja, das hat man halt als Vater so an sich, nicht wahr? Richtig. Ja, ich arbeite wenigstens. Das ist Weißt sehr, sehr löblich. Da gibt's nicht viele von. Bin ja froh, dass meine das? Jungs jetzt auch mal anfangen, mal ein bisschen für ihren Nee, Lebensunterhalt zu jetzt nicht, selber um zu deine sorgen. Kinder irgendwie schlecht zu reden, weil sie faule Säcke sind, wie sie selber zugegeben haben. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, das kann John sogar Brief und Siegel draufgeben. Ich bin mir keine Arbeit zu schade. Wir Ich, haben genug gearbeitet bis jetzt. erstens das und zweitens, wenn ich irgendwas von dir brauche und du würdest sagen, ja, wenn du meine Veranda fegst, dann geht es vielleicht einen Ticken schneller. Ich bin der Letzte, der wo sagt, nein, dann fege ich halt deine Veranda, weil da können die Leute lachen drüber, wie sie wollen. Bin Man sofort wieder muss. bei euch. Ja, weil ich sag das so, wie es ist. Mir ist es scheißegal, ob sie über mich lachen, weil ich komme halt an meine Sachen schneller ran und ich mache mir einen besseren Ruf im Gegensatz zu den ganzen Vollidioten, ne? Das ist wohl wahr, ja. Harte Arbeit hat noch niemanden geschadet. Ja. Und wer über sowas lacht, der ist verloren. Ja. Ach ja. Jetzt muss ich jede kleine Nummer im Westen runter. Was willst du da? Ja, nur ein paar Geschäfte abwickeln. Ah, okay. Ja, Vinny hast du noch nicht gesehen heute, ne? Ah. Wann kommen deine Jungs? Also, ich bin der Meinung, also vorhin wollte Daniel in die Mine. Ich schätze mal, der wird da noch beschäftigt sein. Ja, gut. Ja. Weil dann. Ja, mit Charlie war ich gestern da und haben wir ein bisschen was abgebaut. Also, die werden dir schon einiges bringen, hoffe ich. Das Blöde ist halt, dass sie nicht so viel Platz in den Taschen haben. Das ist der Ja. Nachteil. Ja. Aber ich sag mal, so mir ist es wurscht. Kleinvieh macht auch Mist. Sehe ich genauso. Und wenn die dann sehen, wenn die alles gebracht haben, dann werden sie schon sehen, dass wenn sie bei einem richtigen, irgendwie für einen richtigen arbeiten, dass sie da auch wenigstens Geld kriegen. Ja, Und ja, da muss ja. sie es auch auszahlen. Da muss Richtig. sie dann jederzeit wiederkommen, weil ich bin nicht so einer, der wo da rumholt, wie hier. Wie jeder Kohle, ich habe so viel Kohle, ich kann gut leben damit. Ich bräuchte den Scheiß, die Scheiß Schmiede oben gar nicht einmal, weißt du, wie ich meine? Aber ich muss Ja. einfach
dass ich hier den County ein bisschen unterstütze, dass die Geschäfte laufen. Ja. Weil siehst du ja, wie alles hängen bleibt mittendrin. Ja, irgendwie stockt alles und es geht nicht voran. Ja. Immer dann, wenn du denkst, es geht jetzt mal einen Schritt weiter, geht es wieder zwei Schritte zurück. Ja? Ja, das ist es. Ich hoffe ja, dass dieser Herr Ragnar seinen Waffenladen dann Valentine kriegt. Ich höre dich, ich höre dich. Ja, ist da jemand? Ja. Eine zwielichtige Person. Sieht aus wie Dino, oder? Nee, Dino hat keine blonden Haare. Blond? Nee. Na, lass uns mal gucken. Wenn Winnie das erfährt, dass da andere Leute ihre Pferde reinstellen, uiuiui. Also ich weiß, dass er es den Ärzten erlaubt hat. Mit. Wir müssen jemanden schlagen. Das ist eine zwielichtige Person. Da vorne beim Stall. Da kommt auch jemand. Ist es Adahi? Der soll sich bloß verpissen. Dann erklär das mit ihm. Schönen guten Tag. Audi. Wollten Sie ihn noch 50 Kohle? Ja. Super. Eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz. Eieiei. Guten Tag, die Herrschaften. Tag, Daniel. Schön. Wir haben gerade von dir gesprochen. Von mir? Warum das? Wegen Komische Ader hier. Ja. dem Eisenerz und dem Kram. Ja, was ist denn Ihre Glücks... wie heißen Sie nochmal der hier? Ich heiße Jasper Newman. Darf ich Ah, fragen, was Sie im Newman, ja, Stall okay. gemacht 5 haben? Dollar für die 50 Kohle. Okay. Aber ich hätte auch einen Deal für Sie. Ich gebe Ihnen 50 Dollar und Sie geben mir 50 Dollar zurück. Nicht gut? dann lege Ja. Warte mal, ich kann nicht so viel tragen, hä? ich habe Warte mal ganz kurz, eine warte mal, Sekunde. ich will nicht so laut reden. Ja. Ich habe den Araber heute rausgeholt, ja? Und? Und Vini sagte mir, dass das normale Hufe nur drunter sind. Kann sein. Muss er dann jetzt beschlagen werden oder was? Oder warten wir, bis sie sich abgenutzt haben? Oder? Ja, hat er denn noch Hufe drauf, oder? Ich habe den heute das erste Mal rausgeholt aus dem Stall. Der ist heute erst reitfähig gewesen. Ach so. Ja, also ich sag mal, wenn er noch ein bisschen was auf den Hufen hat, dann lass es, dann wart, bis es weg ist und dann würde ich Naja, beschlagen. gefühlt weh, so bei 95 Pint. Ja, das langt, das ist ja fast Aber neu. Das ist ja fast neu. ja, aber das sind ja die Hufe nur einfach, die vom Pferd sind, ne? Weil er ist ja nicht beschlagen gewesen. Deswegen frage ich ja gerade, Also wenn er weil er nur 95 die Eisen getragen. wenn er 95% hat, dann hat er Hufeisen, weil normalerweise, wenn nichts drauf ist, dann ist es auch 0%, wenn du verstehst, was ich meine. Ah, okay, alles Ja. klar. Ja, dann deswegen, ich habe nicht so die Ahnung, was das angeht. Kein Problem, frag mich einfach. Ja, perfekt. Dann komme ich zu dir hin, wenn das dann ja, runtergeritten ist. Genau. Das wird aber eine Weile dauern. So schnell gehen die nicht kaputt, zum Glück. Wenn man sie regelmäßig reinigt, ne? Ja, was du aber nicht machen darfst, ist diese abrupten Bremsungen. Ja? Ah, okay, ich verstehe. Ja, Wenn es um also, Hinterläufe geht. ja, das würde ich nicht empfehlen. Das erstens tut es dem Pferd weh, zweitens schadet es den Hufeisen. Ja, also lieber langsamer bremsen. Ja, klar, gar kein Gut, Problem. gut. Ja, ich danke dir. Kein Problem. So, nochmal zurück zu Ihnen. Was haben Sie denn da im Stall gemacht? Ich habe nach dem Pferdetrainer gesucht. Ja, der steht vor Ihnen. Was kann ich für Sie tun? Ein Moment, Moment. An wen gehen Ja, jetzt die dann reiten wir 50 schnell zu mir Kohle? hoch. An Daniel. Daniel King. Daniel, okay, gut. Ja, können wir machen. Die Kohle habe ich auch. Gut, dann reiten wir schnell hoch. Ich wollte mal Ja. wissen, was das Training eines Pferdes kostet. 50 Dann Dollar. steig auf. 50 Dollar. Genau. Gut. Ich habe Gut. die. Wenn Sie Hufeisen wollen auf dem Pferd, das macht dann nochmal 70 Danke. Dollar. Ja, den kannst du ja oben auch rufen. Muss, also die Hufeisen haben Sie dann schon, oder Oder muss ich die reite mit auch deinem Die Pferd, dann Hufeisen, ist es wurscht. die müssen wir bekaufen, aber Mein wir Pferd haben welche gehört dir. da. Okay. Ja, aber da müssen Sie warten, bis Winnie kommt, der macht sie Ihnen dann drauf. Also Winnie ist hier der Später. Stallbesitzer. Nee, alles gut. Ich bin Ich auch muss mal eben drüben auf der noch Rennstrecke. meine Kutschfahrt beenden.
Ja. Hätte ich die $50, weil ich habe mein Pferd Ja. im Stall, einen normalen Stall gekauft gehabt. Ja. Für $55 und das ist halt noch total wild. Das schmeißt mich nur runter. Ah, okay. Wo haben Sie Ja. das Pferd im Stall stehen? Im Saint-Denis oder in Valentine? Nee, das habe ich in. Moment, ich sag's Ihnen gleich. Ich kann das aber auch herholen dann. Ja, das Problem ist, Sie müssen ja das Pferd an mir übergeben und wenn, dann ist es wieder im Stall, bringt der Stallbursche es wieder zurück zu dem Ursprungsstall. Also das wäre dann schon sinnvoll, ich reite mit Ihnen mit, übernehme das Pferd und dann kann ich es hier einstallen und kann es auch hier trainieren lassen, beziehungsweise beschlagen lassen vielmehr. No, na, im Moment ist es noch in Dumbleweed, weil ich da abgesetzt worden In bin. Tumbleweed, wer Frau, ja. Ja. Junger Mann, in Tumbleweed. Sie wissen, dass der Wilde Westen gefährlich ist. Ja, ich wurde da abgesetzt, auf gut Deutsch gesagt. Aha, okay. Na gut, also dann würde ich Ihnen empfehlen, holen Sie das Pferd her, bringen es Okay. nach Valentine, stallen es da ein und dann treffen wir Ja. uns in So, kein Problem. Wo war, ging mir ähnlich. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, also wie gesagt, stallen Sie das Pferd dann in Valentine ein, sagen mir Bescheid oder Winnie. No, mache ich. Und wir sind meistens hier oder in Valentine. Schreiben Sie schon mal die Telegrammnummer von Winnie auf. Das ist die 916. 916. Genau, und meine ist die 906. Und wenn Sie dann soweit sind, dann treffen wir uns in Valentine, dann übernehme ich das Pferd oder Winnie übernimmt das Pferd und dann trainieren wir das für Sie und beschlagen es auch. Gut, okay. Ansonsten, also wie gesagt, ich mache jetzt noch die Kutschfahrt eh zu Ende, dann Keine Hektik, keine Hektik. hole ich das. Wie gesagt, das Training dauert aber ein, zwei, drei Tage, je nachdem, wie Ist kein der. Problem, Gut, deswegen. prima. Gut, Okay. dann danke ich und wir sehen uns Ja, bald. einen schönen Tag noch. Bis Danke, dann. gleichfalls. Tschüss. Ich habe gerade eine Schlangenplage irgendwie. Schon wieder. Ja, ich glaube, nee, da vorne ist sie nicht. Nein. Die Pferde wollen wieder unruhig. Ich habe es dazwischen gehört irgendwo. Drecksviecher. So, die Ware habe ich abgeliefert. Ah, perfekt. Ja, wie Ist Mary wieder versprochen. da, oder? Nein, nein, das dauert noch. Ah, okay. Wie geht's dir denn? Wem? Mary! Sehr gut. Prima. Ja. Guten Morgen. Danke. Ich müsste gleich nochmal zum Farmers Market. Meine Fresse. Kau dein Essen, schling nicht so. Wo ist Ach, denn das der? muss runter. Flatneck Station. Was? Ist das allein dem Mann hier? Ja, richtig. Mal Kürbissuppe geht, naja, irgendwie in Richtung Null. Ich habe schon vorhin Kürbisse angepflanzt, da muss ich jetzt gleich noch welche anpflanzen. Ja, da war ich. Sieht nach Regen aus gerade. Ja, vorhin war es genau dasselbe gewesen. Es hat geregnet, wir haben angepflanzt, ich war fertig, hört's auf. Beziehungsweise mit der zweiten Hälfte, dann hat's aufgehört. Konnte ich doch noch mit der Gießkanne rumrennen. Brauchst du Das war so Hilfe das. zum Ach, alles Anpflanzen? gut. Alles gut, ich danke euch. Der Biggles war auch da gewesen, der hat das aber nicht so hingekriegt. Der hat ein bisschen da vorgehakt und so, aber naja. Hätte er mitgeholfen, wäre es ein wenig schneller gegangen. Ja. Er hat es Tom, nicht verstanden. wo bleibt überhaupt der Winnie? Ja, Wenn keine ich Ahnung. das wüsste, keine Ahnung. Gestern habe ich ihn noch gesehen, aber heute den ganzen Tag nicht. Verkauft er keine Pferde mehr oder was? Ja, erstmal nicht.
Weil ja. Meine Söhne haben ja schon bezahlt, die wollen jetzt eigentlich die Pferde abholen, da ist keiner da. Nicht gut. Nee. Nicht gut. Ich muss mal kurz eben ein bisschen Geld holen und dann muss ich aber zum Flatneck hier. Alles klar. Ich setze mich mal kurz da drüben hin. Ja, ich werde mal gucken, wo meine Söhne. Weißt du, wo die mit Terrence hin sind, beziehungsweise. Nee, ich bin ja weggeritten mit der Kutsche. Also ich bin mit der Kutsche hier weg. Ach so, okay. John, weißt du, wo Terrence mit Daniel hin ist? Ich glaube, die wollten zur Schmiede. Ah, okay. Gut, alles klar. Naja, ich mache mich mal auf wieder nach Wellental. Wir sehen uns später. Ja, ich komme da gleich auch noch rum. Alles klar, bis später. Ja, wer ist da jetzt wieder drin? Da ist er ja! Ja, ganz elegant kommt der hier angeritten. Ja. Hallo, Pops. Na, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, auch. Kann ich klagen. Ja. Ja, $10 von... Foley für Haferkekse. Hat 10 Stück gekauft. Gut, Dagle, komm mal. Ich passe einen Rang höher verdient. Also, ich gebe dir Papiere. Das Was kann ich dann damit machen? Ja, du kannst auch welche einstellen. Ja. Ah, okay. Wenn ich mal nicht da bin. Ich brauche jemanden, der zuverlässig ist, weil du weißt ja, wie ich bin. Manchmal fällt es mir schwer, wach zu werden. Ja, glaube ich gerne. Kann ich dann auch die Pferde rausholen, die gekauft wurden, weil... Wie läuft denn das? Nee, wahrscheinlich nicht, nee, kannst dann nur du... Da musst du immer auf terminliche Basis immer da sein eigentlich. Ah, okay, also... Die Pferde von meinen Söhnen, die hast du noch nicht im Stall stehen, richtig? Ich habe auch noch kein Geld von denen. Doch, die haben es überwiesen. Zumindest haben es telegrafisch angewiesen. Ja, das weiß ich nicht, das sieht man... Eben, das siehst du dann, wenn das Geld angekommen ist. Schau mal, Dattel. Deswegen will ich dich da. Ich gehe mal frei. Vertrau dir, ja. Lass deine Söhne nicht hin, bitte. Was? Lass deine Söhne nicht an die Kasse. Nein, die kommen da nicht dran. Alles gut. Sag's bloß, ich sag. So, Moment. Ja, tatsächlich, die haben es überwiesen. Ja. Aber ich gebe dir jetzt, Moment, Arbeit, Umkleide, Angestellte, Verwalten. Ja, da steht's ja. Ah, nee, das wollen wir ja nicht. Rang 1. Da steht in der Liste. Rang, welchen Rang kann ich dir geben? Das weiß ich nicht, das musst du wissen. Ja, ich lese in der Liste gerade. Moment. Der kriegt natürlich einen Rang. Somit, schaust du rein, hat sich was verändert? Moment, ich schau mal. Ganz unten, Hauptbuch. Ja, Angestellte verwalten, prüfe deine Rechnung. Sehr gut. Ja, und ganz unten? Hauptbuch. Moment. Ja, genau, Hauptbuch. Genau, das Geld von deinen Söhnen ist gekommen. Und zwar einmal, ich habe es aufgeschrieben. Moment, ich schicke dir schnell mal was rüber. Moment. Gut. Schickst du mir das über das große schwarze Brett, oder was? Ja, ich bin dabei. Theo Lang, ja? Genau.
Ah, sehr gut. Na, wollen wir mal schauen. Ja, das siehst ja. Moment, muss noch aufblättern. Dauert ein bisschen. So, jetzt. Ja. Siehst ja der Marshall und Marshall Dougal. Ja. Seine 4, keine 5. Du kannst eine 4 draus machen. Okay. Sogar eine 4. Warte mal, das mache ich im Pferdestall, ja? Nee, das, was ich dir geschickt habe. Ja, da habe ich mehrere. Rennschlager, Bestellliste. Nee, auf Pferdestall, ja genau. Pferdestall, da sind jetzt 5-mal Mixur, da machen wir eine 4 draus, hast du gesagt. Ja, 4-mal Mixur und der Preis bleibt trotzdem, ne? Auch wenn der Dougal kommen sollte, das, wir haben gerade mal an dem ganzen Geschäft pro Pferd vielleicht 30, 40 Dollar gemacht, ne, Gewinn. Okay. 50 Dollar vielleicht, ne? Alles klar. Mehr interessiert ihn nicht und er hat die Pferde schon gekauft vor fast einer Woche. Sieben, ja. Mann hat es gekauft. 14.05. Was haben wir heute? Wir haben heute den 19. Also, das waren vor 5 Tagen, ne? Okay. 10 Tage dauern die Fohlen, Maximum. Ja, okay. Ja, also er braucht gar nicht rumhauen. Ja, alles klar. Bett zurück gibt's nicht. Gut. Dass mir ihn einfach sagt, nee, ist nicht. Wir machen sowieso keinen Gewinn. Da geht's zum Schmied. Er verlangt für 4 Hufen 50 Dollar. Das ist nicht unser Problem. Ja, die sollen das. Gut. Okay, so. Weiß ich Bescheid. Jetzt gehst du da mal runter. Da siehst du, da ist Hauptbuch. Da sind 1320 Dollar drin. Ja. Davon waren ja jetzt das. Könntest du ergänzen in der Liste zum Beispiel, dass es der. Der hat gekauft, der Sohn, der Daniel. Daniel und Charlie hat auch schon überwiesen. Genau. Du Gut. nimmst jetzt, was macht man? Wir kaufen jetzt die Pferde. Ich kaufe mir den ungarischen. Ja, aber Moment, wo habe ich denn, wo sehe ich denn, was die bestellt haben? Moment, ich sag's dir gerade. Ich habe das noch nicht reingeschrieben. Kannst du das gleich ergänzen, wenn's du willst? Kann ich machen. Warte mal, also, Moment, dann gehe ich einfach in Name, Kaufdatum. Moment. Erst Name. Warte mal, da passiert, da stimmt was nicht. Warte, ich muss das freigeben, glaube ich. Warte mal. Oder? Nee. Quatsch, ich habe es dir ja gegeben. Nee, geht. War nur in der Zeile verrutscht. So, Daniel King, was kriegt er jetzt? Daniel King kriegt einen Ungar, Liver, Chesternut. Liver, das ist eine, glaube ich. Oder? River Chestnut. Achso, das ist die oder? Farbe, das muss ich da reintragen. Ja, in Farbe. Bei seinem Namen bitte den Kauf, wann als Datum bitte nicht vergessen, gell? Der ist wichtig. Am 18.05. hat er den Auftrag gegeben. Okay. Ich möchte es immer aufschreiben, weil bevor die Sheriff kommen und meinen, wir sind Betrüger, kann ich alles widerlegen. Ja, verstehst du, wie ich meine? Ja. Weil das eskaliert. Deswegen okay. Haben wir das, ja. Und der Preis war? Der Preis war, also du schreibst einmal 50 Dollar Preis für ein Pferd. Soll ich das hinter der Pferderasse? Okay. Genau, so wie du, schaust du mal. Ja, okay. Also 50 Dollar Training. Oder? 150 das Pferd. 30 Dollar habe ich denen gesagt, weil es deine Söhne sind. 30 Dollar Training. Und dann Hufeisen waren außen vor, die haben gesagt, das sparen sie sich noch, genau. Also sind es 230 Dollar. Nein. 230, gell? Nee, 220 Dollar. Nein. Du hast gesagt 150 das Pferd? Ja, 30 also, das Trainieren. Genau. Plus, also 50 für... Und... Nein, das sind ja dann... Moment jetzt. Also, wenn ich jetzt deine Rechnung nehme, dann schlagen wir jetzt noch 50 Dollar auf, oder nicht, beim Pferd. Also, du hast gesagt 150 Dollar fürs Pferd plus 50 Dollar Aufschlag fürs Pferd und 30 Dollar Training, oder wie? Ja, 220 habe ich aufgeschrieben. Warum? Ja, das weiß ich nicht. Das kannst du... 80
80, ja. 50 und 30 sind 80, sind $220. Wo kommst denn die 80 her, verdammt? 150 fürs Pferd. Ja. 30 fürs Training. Und dann, und 30 für die Hufen. Nur das Anbringen der Hufe. Ja. Ich hab mir behufen, mir wird er besser. Aber das hier stimmt auch wieder nicht. Also irgendwas hast du falsch gerechnet. Na gut, ich hab's mir jetzt erstmal so aufgeschrieben. Was haben sie denn insgesamt jetzt bezahlt? Wir haben jetzt 320, 420, $470. Beide zusammen? Beide zusammen, ja. Ah, okay. Na gut, dann ich schreibe mir das mal so auf. So, der Charlie, was hat der? Der Charlie hat ein American Stafford. Standard, ja. Einen schwarzen. Ja. Hab ich. Hast du, Ja, schöne hallo? Satteltasche. Was ist da draußen los? Kammerle, hallo? Wer ist da? Also, das waren einmal. Hast du? Ja, American Standard wird schwarz. $180 plus 30 plus 30. Moment. Ja, meine Rechnung war schon richtig. Alles gut, 220. Plus 30 für Training? Ja. Und drei, was ist die 30? Ja. Warum habe ich die 30 nicht Das weiß ich nicht. Ja, also 180 plus also das Trainieren. Genau, der Aufschlag ist 30 und dann nochmal die 30 fürs Trainieren sind $250. Also gut, dann kostet das Pferd im Prinzip anstatt 180 210. Oben. Wovon reden wir jetzt? Von dem Halbblut oder von dem American Standard Bird? Von dem Halbblut wäre es dann 210, ne? Also $30 Aufschlag aufs Pferd, habe ich das richtig verstanden? Genau. Dann schreibe ich auch 180 hin und nicht 150. Okay. Genau. Ja, aber das dauert noch bei denen jetzt, weil die schmusen da hinten noch in den Stall. So, $30 fürs Pferd, fürs Training sind 210. Also genau, jetzt haben wir es, genau. Gut. Und jetzt dann, Bei dem Standard Bird haben wir dann eigentlich 100, genau, haben wir 180 plus 30 Aufschlag. Ja. Das wären 210 fürs Pferd, richtig? 250. 180 plus 30 plus 30 habe ich aufgeschrieben, 250. Ja, ich rappe jetzt aber das Pferd alleine nur, dass der Aufschlag nur fürs Pferd. Ja, 180 fürs Pferd. Genau, das wären dann 210 plus 30 für das Training. Genau. Wären dann insgesamt 240. 180 fürs Pferd plus 30. Sind 210 plus 30 fürs Training, 240, richtig? 210, okay, 240. Gut, und das Beschlagen, das machen sie ja eh später. Also bleibt ja nur wirklich das Pferd plus das Training. Genau, Dem Training, genau. Gut, ja. Habe ich notiert. Haben sie gesagt, wollen sie nämlich. Also, dann kaufst du jetzt, nimmst du Geld raus für einen American Standard, oder? Ja, das mache ich dann nachher, wenn sie da sind. Und ich, ja, und ich mache das mit den Ungarn. Ne? Alles klar. Gut. So, mein Lieber, herzlichen Glückwunsch. Ich kann mich auf dich verlassen, ja? Danke dir. Wenn ich dir das Stallbuch jetzt zumache, ist das aber automatisch, bleibt das drinne, wenn ich das nicht... Ja, das fragt dich dann, ob du, weißt schon, ob du das einschreiben willst. Ja, also reingeschrieben habe ich. So, dann müsstest du es jetzt eigentlich auch sehen. Ja. Achso, ich müsste es sehen. Nee, das ist nicht... Ja, okay, das wollte ich wissen. Ja, das ist nur für dich jetzt. Alles klar, dann... Wenn du das gemacht hast, kannst du es mir immer wieder rüber, dann kann ich meins ergänzen. Alles klar, okay, machen wir es so rum. Okay, dann speichere ich mir das jetzt mal ab, beziehungsweise notiere mir das mal anständig. Okay, mach das. Hallo, was ist hier los? Ja, der Sattel hat ihn schon gehalten. Er hat nicht den Sattel gehalten, so ist es.
Ja, ja, du warst. Ja, du hast ja nie Zeit. So, alles klar. Dein Papst hat das Geld von dir. Du hast eigentlich den Ungar, gell? Ja, für mich. Ja, okay. Wie viel hast du bezahlt dafür? Für die Hufeisen, ja. Ja, weil der Halsabschneider verlangt von mir $50. Für vier. Du. Ich hab vier. Ich hab Mhm. Ich komm gleich, die schreien hier gerade rum, was kurz. So, jetzt, oh Gott, ich muss so kurz weg. Was ist los? Chestnut Liver. Liver Chestnut, ja. Insgesamt für Training 220 habe ich gegeben. Ja, er hat sich gestern verrechnet, habe ich gesagt, ey, da habe ich aber gesagt, passt schon. Gegen den Zintur, da tue ich mich rum. Wollen wir IC reden, oder? Okay. Und, genau. Die Hufeisen hat Winnie schon. Alle aber für mich und für Dinge. Für mich und für Charlie schon. Was, ich wollte dich gerade fragen, was ist denn besser? Ist ein von Jungtier auf trainiert besser oder ist erwachsen besser? Weil ich sage, ein Jungtier werde ich länger haben, oder? Okay. Bei Jungtier wahrscheinlich. Ja, gut, nee, komm, mach erwachsen, ist mir doch scheißegal. Weil ich hab's gerade schon. Männlich, bitte. Ist egal. Dante. Dante. Dante, wie bei Dantes Inferno. Wegen der roten Farbe. Ja. So, mein Junge, wollen wir mal gucken. Zeig mal das schöne. Gehen wir gleich mal hin und gucken, nein, wie alt das Fett ist. Nein, ich stell's nicht hier in den Stall. Nein, das ist. Nein, musst du ja auch nicht. Komm her. Aber du musst ihn noch trainieren. Ja, deswegen. Den kriegst du noch nicht, mein Sohn. Ja, wann krieg ich den dann? Nein, wenn er fertig trainiert ist. Ja, und wann ist das? Der soll kommen, den 30. Eile mit Weile, mein Sohn. Die zwei. Wir haben Zeit. Ja, du bist doch der beste Pferdetrainer hier. Lass uns erst mal gucken. Also bevor der andere Gaul mir zusammenbricht. Ja, erstmal reiten wir mal nach Valentine. Ja, oder soll ich dir kurz Geld geben, dann kannst du eine Satteldecke kaufen. Das kann. Also er ist 11 Jahre alt. Ja, den habe ich schon eine Zeit. Ja, denke ich auch. Ja, ganz ruhig, Kleiner, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, der ist halt noch ganz frisch. Ja, oh Gott, der reißt die Augen aber auf. Bisschen schockiert jetzt. Ja. So, dann würde ich vorschlagen, fangen wir mit dem Training gleich an und laufen mal nach Valentine.
Ja, dann sage ich aber zunächst noch kurz, dass wir kurz auf dem Weg sind. Ja, sag Bescheid, weil... Junge. Ja? Nur zur Info, ich habe jetzt vollen Zugriff auf den Stall. Oh, sehr schön. Ja. Vertraut mir bis zum geht nicht mehr der jemand. Ja, sehr schön. Sehr gut, ne? Ja. Aber ich schau kurz rein und... Sag dem Bescheid, sag Winnie Bescheid, dass ich jetzt hier mit dem Pferd schon mal ein bisschen lauf. Und ja. Dann gehen wir mal in den Stall und dann... Kann ich mal kurz so ein Satteldecke... Genau. Ja, willst du mir dann über die Schulter schauen oder willst du es selber machen? Dann übergebe ich dir das Pferd schnell und dann gibst du es mir wieder zurück. Oh, das ist mir persönlich echt geil. Ich glaube, ich schau dir dann über die Schulter. Okay, machen wir so rum. Gut, sag Bescheid. So, ich bringe den Kleinen mal schnell nach Valentine, dann kann der Junge sich schon ein paar Sachen aussuchen für das Pferd, für den Satteldeckel. Dein Kleinen, okay. Mhm. Weißt du, ich wollte auch gerade sagen, dass wir sind, du laberst. Was ist denn das für eine Rasse? Ungarisches Halbblut. Sehr schön. Ja, jetzt bist du neidisch, Tepp. Warte mal, kann ich mich mal kurz mal draufsetzen? Das musst du denn Daniel fragen, sein Vieh. Ja, setz dich drauf, aber sei nicht zu wild. Nee. Ey, ja, der, was kostet der? 100. Was war das? Der kostet $200. Voll trainiert und so. Nee, untrainiert. Aber du kannst mit trainieren 250. Wie schaut es mit Ausdauer aus und so? Das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen, wenn ich mit ihm fertig bin, mein Sohn. Wie hieß der andere Mitarbeiter? Verdammt, ich kann meinen Namen nicht mehr. Der. Du meinst Dino? Dino, der hat gesagt, hat super Ausdauer. Oh ja, wenn der fertig ist, wenn der Papst mit dem fertig ist, dann wirst du sehen, was für eine Ausdauer. Einer der besten. Er hat mein Freund. Ich freue mich schon. Ja, und dann noch behuft. Oh, wow. Dann geht er ab wie die Lokomotive. Ja, wahrscheinlich besser. Der überholt auch die Lokomotive. Ja, ganz ruhig. Ich glaube, ich kaufe mir auch einen. Gut, wie gesagt, im Prinzip 250 Preisverhandlungen, also 250 inklusive Training, weitere Preisverhandlungen mit Winnie. Alles klar, das kann man ja verhandeln mit dem Schmied. Winnie ist mir zu teuer, ich komme zu dir. Nee, Spaß. Gut, Winnie, ich bring den jetzt mal nach Valentine, damit er sich ein paar Sachen aussuchen kann, Satteldeck und so ein Kram. Und du, was ich sagen wollte, wenn du jemanden siehst, so mir kaufen Schweineborsten an, ja? Schweineborsten, also wenn einer Schweineborsten, wo kriegt man die Schweineborsten her? Vom Schwein oder was? Wildschwein. Ah, okay. Na gut zu wissen. Wildschwein. Also. Ich habe eine kleine Jagdkutsche, es lohnt sich nicht für ein Schwein jedes Mal nach Rhodes. Ach, kannst du immer nur noch ein Tier reinmachen oder was? Ja. Ach, verdammte Kacke. Die sollen sich endlich mal was einfallen lassen, Kutschenbauer. Ich meine über die Klippen runter, ein Pferd ab und dann ab mit der Karre. Hallo, wo bist du hin? Naja, ja, Daniel hat ja auch so Probleme, der hat seine Kutsche jetzt verkauft. Ja, das gelump. Da hast du recht. Ich verkaufe den auch. Ich brauche das nicht. Gut. Keine als diese. Glaube ich gerne. Ja, gut. Also, Papst und Junior, passt auf euch auf. Machen wir. Noch da. Immer. Genau. Ich kümmere mich jetzt um meine andere Pferde. Dein Bruder wollt. Ein American Standard Bär. American Standard in schwarz. Achso, jetzt nimmst du den. Ich wollte den haben, den Ungarn. Ach so, ja gut. Nein, ist mir gut, weil ich habe den erst vor kurzem lange gehabt. Jetzt nehme ich mal den American. Gut, das ist gut. Weil Charlie ist wahrscheinlich noch am Schlafen oder hat sich irgendwo hingehauen, keine Ahnung. Und ich will nicht einfach die Pferde so rausholen, bevor die nicht da sind. Weil man weiß ja nie, ne? Er will den American Standard Black, also schwarz. Also genau. Hat er eigentlich schon gezahlt? Ja, angeblich hat er schon überwiesen. Also ich weiß nicht, wie viel hast du jetzt rausgenommen? Ich habe jetzt erstmal nur 150 rausgenommen für den Pferd. Den, okay. Für den, genau. Und jetzt trotzdem mal zahlen, wenn er ehrlich ist, sagt er, hat bezahlt und wenn nicht, dann... Soll ich rette mal nach Valentine und reiß die Ärsche von den Sheriffs auf? Ich wünsche dir viel Spaß. Aber warte noch ein bisschen, wir sind zu Fuß unterwegs, ich will das noch sehen. Ja, also... Was machst du? Der will nach Valentine. Ja, ich reiß dir jetzt den Arsch auf, was dir nicht einfällt, dass ich zu teuer bin.
Ja, das hab ich nie behauptet. Ich habe nur gesagt, die sollen sich dann an dich wenden. Du drehst schon wieder alles um und dann kommen sie zu mir. Was hast du gesagt, Winnie? Ja, nein. Also ich hab Zeugen. Ich hab nur gesagt... Ja, dass, ich hab genügend Geld, dass ich mich bestechen kann. Ja. Ich will ein bisschen, dass du Spaß hast. Okay, dann rein, Julia. Mach ja also, keinen Ärger, du. Seid ihr dabei? Jeder kriegt von mir 1000 Dollar, wenn sie sagt, Winnie hat gesagt, ich, sie wollen mir den Arsch aufreißen, weil meine Hufeisen zu teuer sind. Oh, ja. Verdammt! Gut. Also, wir machen uns jetzt noch. Ja. Ja, auch wenn er groß ist, das ist die Hebelwirkung. Ja. Sein Kopf ist schnell voll Blut gelaufen. Gut, dann laufen wir mal los. Ja. Ich muss arbeiten. Gut. Wo ist eigentlich mein Paps hin? Der wollte zur Flatneck Station Samen kaufen. Hat der nichts mehr im Sack oder wie? Das darfst du mich nicht fragen, aber gehe ich mal von aus. Ja, dann sag ich mal, der soll bei dir mal ein bisschen Training machen, weil du bist ja der Sir Lancelot, ne? Das Pferd heißt so. Ja, oder meinst du jetzt wegen dem leeren Sack? Willst du noch ein paar Brüder oder Schwestern? Einen leeren Sack kannst du nicht haben, wenn du schon Sir Lancelot heißt, ne? Naja. Da muss ich was an, Gott verdammt. Naja. Wer kommt denn da? Keine Ahnung, ich gehe auf jeden Fall nicht aus dem Weg. Ach, das ist... Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Na, und die Pferde? Uiuiuiui. Wer war das? Uiuiui, ganz ruhig. War das nicht meine Schwester? Das weiß ich doch nicht. Nee, oder? Doch, nee. Audi? Eieiei, ihr kennt doch nicht mal seine Geschwister. Eieiei. Ich kenne auch nicht meine Geschwister. Also. Ah, was ist los mit dir? Hast den Kopf so schepp. Was soll denn das? Ah, das ist ein schönes. Ja, also der, bei mir zieht er den Kopf nach rechts, beziehungsweise nach links. Stören. Na gut. Wie lange glaubst du, dauert das, bis du ihn trainiert hast? So grob. Naja, ich sag dir mal, also sein Kampfgewicht sind 1950 und wir sind jetzt gerade bei 25. Seine Zutraulichkeit, Freundlichkeit ist jetzt auf 1 und der Mut ist 0. Gut, den Mut, den muss ich in den Sümpfen bei den Krokodilen machen. Okay. Aber ich sag mal, morgen Mittag, morgen Abend eventuell. Ja, wie gesagt, Benno, der tut ja noch ein bisschen. Ja. Den kriegst du dann auch zurück. Theoretisch könntest du dann die Sattel und den Kram da abnehmen von ihm. Das kann man abnehmen? Ich bin der Meinung, ja. Muss mal gucken, ob das passt. Ja, guck halt mal. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Ja, da hinten reitet der, wie heißt der Ragnar? Das reitet gerade zur Emerald. Kann schon sein. Du sollst eine Büchsenmacherei aufmachen. Ja, wäre ganz gut. Weil ich hab mir was überlegt. Was hast du denn überlegt? Ja, ich habe vorhin gerade noch kurz mit Terence geredet auf dem Weg zu seiner Schmiede. Ja. Und ich bin am Überlegen, ob ich einen Rohstoffhandel aufmachen soll. Also das, was du gesagt hast mit der Mine da, oder ja, was? Dass genau. Du praktisch die Leute losschickst und die dir das Zeug verkaufen und du... Selbst losgehen, ich kauf's an. Ja, genau. Und liefer die Sachen weiter. Und ich habe auch schon mit Terence geredet. Ich habe ihm jetzt, was war es, knapp über 250 Eisen jetzt gegeben. Ja. Der braucht circa, was hat er, also ich hab, weiß ungefähr, er kriegt aus, du brauchst ungefähr 50 Eisen jetzt für eine Bahn. Ja. Und, oder? Waren es 50? Ja gut, okay, 50 für eine Bahn und was? Er hat jetzt 8 Hufeisen gemacht. Ich glaube, für ein Hufeisen braucht er eine Bahn oder so, ich weiß ein Baren für ein Hufeisen, naja gut, das würde ja noch gehen, aber 50 Eisenerz für ein Baren machen. Ja, ja, du brauchst doch 50, obwohl bei Eisen so ist, also für Gold braucht es. Und das Ding ist halt, es kann auch sein halt, dass das Eisen nicht die beste Qualität hat und das dann kaputt geht, der Bahn. Ach, verdammt. Oder das Hufeisen. Also er hat schon gerade vorhin was geschrottet. Ah, okay. Ja, das ist alles ein bisschen fragil, sag ich mal. Es könnte ein bisschen stabiler sein, alles. Ja.
Naja. Konkret, also er rechnet ja für 30 Penny das Stück. Ja. Und ja gut, wenn du eine 1000er Kutsche voll machst, sagt er, kriegst du halt $300. Mhm. Ja, und was willst du das einkaufen? Nee, ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich verkaufe die Sachen für 20 Penny das Stück, dann werden die Sachen billiger. Ja, aber du musst ja auch die Leute bezahlen, die dir das Zeug bringen. Ich will nicht viel Gewinn machen. Okay. Sag ich dir ganz ehrlich. Na gut, weil du kannst Kupfererz, das kannst du ja auch in Amarillo bei diesem Dr. Montgomery verkaufen. 15. Genau, also. Das hast du schon gesagt. Und ich sag mal so, entweder ich gebe ihnen auch 15 dafür, dass sie sich den Weg da nach unten sparen. Ja. Aber wenn ich 15 mache, dann, wie soll ich sagen, dann bringen sie es selber weg. Das kommt drauf an, wenn du hier in der Nähe, sag ich mal, einen Laden hast oder dein Werk. Ja, das ist, ich dachte halt so irgendwo zentral, weißt du? Ja. Hier Richtung Eisenmine. Ja. Ja, irgendwo zwischen Strawberry und Blackwater würde ich vorschlagen. Oder vielleicht auch hier bei den Oilfields vielleicht. Kann man sich da so ein Hüttchen anmieten. Ja, ja gut, musst du gucken. Aber die Idee ist nicht schlecht. Ja, und wenn ich so denke, oder ich sag bei Terrence, hey, wir machen 25 Penny pro Ding. Und dann gebe ich den Leuten 20 Penny pro Ding. Das macht Sinn, ja. Pro Ding 5 Penny Gewinn, das ist doch scheißegal. Ja, ja. Ich gehe auch selbst in eine Mine, wenn das. Ja, und da bezahlst du ja dann gar nichts. Das ist dann praktisch dein Gewinn selber. Dann nimmst du Charlie noch mit. Ja, das sollte ich jetzt mal dingern. Also, das sollte ich mal umschauen, wo mir das liegt. Der ist ja nicht so derjenige. Ja, das ist auch wieder wahr. Naja, vielleicht helfe ich dir ja auch hier mal. Bring dir was mit. Kannst du keine machen. Eieieiei. Ja, ist noch ganz schön wild, der Kleine. Ja. Pferdebürste hast du schon? Aber natürlich. Sehr gut, sehr gut. Hab mir die Mrs. Hellborn verkauft. Prima. Oh, das dauert jetzt wieder, bis ich dann Satteldecke und alles gefunden habe. Naja, wir können ja gucken. Ja, macht mir jetzt schon ein bisschen Sorgen, dass ich ja vollen Zugriff auf die Lagerkasse und das alles habe. Warum? Ich weiß nicht. Ich denke mal, Vinny. Du kriegst lange Finger. Nein, um Gottes Willen. Aber ich glaube, Vinny wird dann sich auch wohl ein bisschen zurückziehen, habe ich so den Eindruck. Weil er sagte, naja, falls ich mal nicht da sein sollte, so hat es damals mit Joe Black, wo ich auf der Farm angefangen habe, auch angefangen. Und mit dem im Saloon genauso. Ja, aber ich war halt so gut, dass sie gesagt haben, als es dann hieß, ja, sie wollen aufhören, dass sie mir zuerst das alles angeboten haben. Ich meine, den Saloon hatte ich 2 Tage. Dann ist diese scheiß Flutkatastrophe gekommen und der liebe Gott hat das County von der Landkarte gefegt. Aber kannst sehen, also ich war schon immer zuverlässig, was sowas angeht. Und die Farm hätte ich auch haben können, aber das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja mit meinen Cousins ein bisschen rumreisen und das ein oder andere Ding drehen, was sich auch zerschlagen hat. Ja gut, passiert, oder? Ja, leider. Ach ja, was soll man machen? Ja. Ja, und ja. Ach genau, könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Na klar, was denn? Vielleicht hast du auch mal selber noch Road kommst, dass du mal nachguckst beim Kutschenbauer. Okay. Weißt du, dass man vielleicht nachfragt, was so eine Kutsche kostet? Mach ich. Also so eine ganz große brauche ich nicht, mir würde so eine mittlere reichen, so, wo ich 500 Eisen jetzt so reinbringe. Gut, also ja vollkommen. 500er Lagerplatz, okay. Ja, fünf oder einfach mal fragen, was die insgesamt so kosten. Ja, ich lass mich mal beraten. Weil ich habe, wie gesagt, kein Problem, Holz zu besorgen, Metalle zu besorgen, scheißegal. Ja. Mach ich. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Na, wie ist Kann die? Kann ich dir eine Frage stellen? Natürlich, du hast mir schon eine Frage gestellt. Dann noch eine. Ja, klar. Hinter mir sitzt Otis. Ich habe den eben erst abgeholt. Abgeholt von wo? Fontenay. Ah, okay. Ist der frisch neu reingekommen hier? Ja, ja. Aha. Sehr erfreut. Mein Name ist Dudley. Uiuiui. Beruhig mal dein Pferd. Mein Name ist Daniel. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich. So, was... Ruhig, Kleiner. So, was kann ich für dich tun? Genau, Hättet ihr noch irgendeinen Morgen oder so bei euch im Stall?
was ihr für Autos hättet? Ich glaube nicht. Okay. Ich hätte da eine Idee. Welche? Willst du denn? Ich könnte Benno abgeben. Naja, aber der ist schon alt, das weißt du. Ja, der macht's halt nicht mehr lange. Ja. Ich sag, ein bisschen durch die Gegend kommt man damit. Also das wie viel willst du denn haben? Also ich sag mal so, da muss man meinen Vater fragen hier. Ja, ich habe mehr oder weniger von Winnie geschenkt bekommen. Ich habe ihn dir überlassen. Deine Entscheidung. Ja, ich hätte auch so weitergehen. Wie gesagt, der ist schon ziemlich alt. Also lange wird das, denke ich, nicht mehr machen. Da werde ich bestimmt kein Geld dafür verlangen. Ey, ihr seid so richtig weit gekommen. Ja, ja wir... waren. Ja. Hallo, Lady. Da hat er aber zumindest schon mal ein Pferd, wo er von A nach B reiten kann, um Geld zu verdienen. So, wir müssen weiter. Ja, genau. Wir wünschen euch was. Ebenso. Jo. Ja, das wäre super. Ja, müssen wir nur nach Valentine, ne? Stall dann. Gut. Das dauert halt dann noch kurz. Weil wir laufen dahin. Ja. Nein, kein, ganz entspannt. Wir kein müssen Stress. Dann eh noch mal zum Saloon. Gut. Nee, dann würde ich... Auch hin. Hoffentlich ist was da zu essen. Ja, das hoffe ich auch. Okay, dann treffen wir uns in Valentine. Genau, eine Frage noch. Ja. Poppy bräuchte Hufe. Hufe haben die Pferde schon, das sind ja, Hufeisen. Ja, meine ich doch. Ja. Da ist dein Ansprechpartner gerade weggeritten. Ja, da musst du zu, also du kannst die bei Winnie kaufen, kostet $70. Du kannst aber auch die Hufeisen bei Terence kaufen und Winnie macht sie drauf. Dann musst du halt mit Terence verhandeln. Ne? Ich frag ihn einfach. Ja, mach einfach. Und wenn es dann, musst du abwägen, was für dich günstiger kommt, ob direkt bei Winnie mit anschlagen oder erst getrennt bei Terence und dann bei Winnie, was dann dabei rauskommt. Ach, ich weiß ja, dass in beiden Fällen das Geld dann gut angelegt ist. Auf jeden Fall. Gut. Weißt du, wann Winnie da ist? Vorhin war er da. Also er müsste dann auf der Ranch sein. Ja, wir gucken dann einfach nächstes Mal. Super. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. Schau her. Gebe ich den Gaul jetzt ab. Das passt von mir aus. Habe ich kein Problem. Ach verdammt, warum geht das jetzt hier wieder nicht? Himmel, Arsch und Zwirn. Setz dich doch kurz drauf. So. Ja, alles gut bei euch? Jawohl, und bei dir? Ja. Oh, muss ja. Prima. Auch auf dem Weg nach Valentine? Aber richtig. Sehr gut. Gefühlt gerade alle auf dem Weg nach Valentine. Irgendwie wer, schon. Wer reitet denn nach vorne? Das war, glaube ich, die, ach, wie heißt sie? Dutton. Und ein neuer Oswald hieß der, gell? Oswald oder sowas? Otis. Ach, Otis, ja. Otis hieß er, ja. Otis. Gerade frisch angekommen. Ja, gerade frisch angekommen aus Saint-Denis. Und davor ist, ich glaube, Ragnar und Terence nach Valentine. Ja. Okay. Ich glaube, wir sollten die Hauptstadt nach Valentine verlegen, nicht nach Saint-Denis. Ja, das glaube ich auch. Gut, meine Herren, wir sehen uns dann gleich in Valentine. Ja. Ja. Pass auf dich auf. Ja. Wie mache ich das? Okay. Was denn? Eine Sache habe ich gerade nicht bedacht. Was hast du nicht bedacht? Das Zeug, was in der Tasche ist, ne? Nein, das nicht, das ist leer. Ah, okay. Das kann das Sattel und alles auch haben, wenn du nichts dagegen hast. Ja, mir egal. Bloß, der Kleine hier ist noch nicht trainiert. Tja, das ist sein Problem, aber er ist schon ein bisschen freundlicher geworden. Ich sag mal so, wir besorgen ihm jetzt Sattel und alles. Wir machen das so, ich geb dir meinen. Ich habe aber Sachen in der Satteltasche. Naja, das englische Vollblut. Das interessiert mich nicht, was in der Satteltasche ist. Das habe ich vorhin schon gesehen. Ja, das ist mit, dass du das gesehen hast, ist aber nicht, dass, weil du willst ja bestimmt auch Sachen reintun, das wird dann nicht funktionieren. Nein. Gut. Ich habe zu Tell schon gesagt, ich lasse jetzt erst einmal, also morgen mache ich eine Pause von der Mine, gehe ich nicht rein. Alles klar. Ja, dann habe ich ja genug Zeit, das dein Pferd zu trainieren. Ja. Aber hat Klöten eng. Passt. Ja, hoffentlich sind sie bis morgen nicht abgefallen. Ich werde es berichten. Ich hoffe. Also, das ist immer
selber Tiere züchten könnt, ist nicht der Fall, oder? Ich glaube schon. Aber da habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt, aber die Möglichkeit besteht wohl. Schade, dass mein englisches Vollblut leider auch zwei Klöten hat. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die Mary Jane umbenenne. Ja, eine Mischung wirst du wahrscheinlich nicht großartig züchten. Ich schätze schon, dass du zwei von der Rasse brauchst. Das glaube ich nicht. Also da weiß ich nicht. Hier kommt dann die dominantere Rasse raus, eher würde ich behaupten. Ach so. Nicht, dass ein ungarisches Vollblut rauskommen würde. Weiß ich nicht. Dann würde ich vorschlagen, machst du erstmal das mit Benno? Ja, dann machen wir das mit Mary Beth. Genau. Und dann suchen wir nach deinem Sattel und den Kram hier für den hier. Ist es auch ein Training, den Gaul durch Kakteen laufen zu lassen? Abhärtung? Ja. Okay. Das mögen die, kitzelt am Bauch und an den Eiern. Also nur weil du das mögst, müssen das die Pferde nicht unbedingt mögen. Die mögen das, glaub mir. Okay. Guck aber nochmal, wie alt Benno ist, ne? Ich glaube, dass der jetzt dann so fast 29 ist, also... Ja, ich hoffe, dass er dann noch lang genug durchhält. Also, das können wir dann gleich mal gucken. Aber ich sag mal so, Geschenkengaul. Schaut mal nicht ins Maul, genau. Und vor allem mit Sattel und dem ganzen Raum. Also, ich sag mal, so drei, ja... So, ja, das Wochenende könnte schon noch überleben. Sollte. Er kann den Sattel wirklich runter machen und dann aufs anderen Gaul packen? Bin ich schon der Meinung. Nee, ich will was, das zum Pferd hier passt. Ja, nee, das ist klar. Also das Zeug ist auch nicht so schweineteuer, sag ich mal. Nee. Hab noch 11 Dollar einstecken, das müsste eigentlich lang. Ja, also ich sag mal so, ich konnte mich gerade wirklich nicht bei Turians beschweren. Ihr habt mir die 8 Hufeisen gegeben, ja. Die 260 Eisen da. Ja. Und ihr habt mir dann nochmal 30 Dollar so gegeben. Ja, brauchst du für den 8 Hufeisen oder hast du die für Charlie schon? Nein, für Charlie auch. Und Charlie soll ihm dann auch noch die Sachen vorbeibringen. Das soll er sich mit ihm ausloten, ob er was bekommt dafür oder nicht. Ja, okay. Also ich habe ihm gesagt, er soll einfach die... Ich weiß nicht, wie viel hat er? 100 wahrscheinlich so einen Dreh? Oh, keine Ahnung. Aber ich schätze mal, ja. Also ganz ehrlich, das wären ja auch 30 Dollar. Ja. Soll er sie ihm doch schenken oder geben. Wie auch immer, ja. Wie war es? 70 Dollar für 4, oder? Hat es geheißen, mitbeschlagen bei Ding. Genau. Ja, nee, das. Rechnen. Ja, Moment. 70 Dollar insgesamt fürs Beschlagen? Ja, was verlangt er für die Hufeisen? 12,50? Also es wären 120 Dollar für die Hufeisen insgesamt gewesen für zwei Pferde. Du meinst jetzt Sarens, oder was? Naja, ungefähr. Ja, gut. Ja, aber ich weiß nicht, warum, wenn er 12,50 pro Hufeisen, 4 Stück, dann kommen wir auf 50. Okay, das passt schon. In etwa. Also die Preisrechnerei und vor allem Winnie ist ja furchtbar. Ich fange da nicht an zu rechnen, wie gesagt. Also, aber ich, wenn ich jetzt gerade nur so überlege, weißt du, da denke ich mir ungefähr 120 Dollar für die Hufeisen, für die beiden Pferde. Ja. Ich habe ihm jetzt knapp 260 gegeben. Das sind dann, lass mich rechnen, 30 Dollar, 60. Ich habe ihm gute 70 Wert, Eisen im Wert von 70 Dollar gegeben. Ja, gut. Er hat mir 8 Stück gegeben. Also es passt doch. Das passt, passt. Ja gut, ich weiß halt nicht, wie Winnie sich das da rechnet mit 50 Dollar und dann nochmal, also insgesamt 70 Dollar. Lass mich mal kurz dann gleich die Zigarette hier ausdrücken. Ich brauche doch mal wieder welche. Oh, Entschuldigung. Aua, wofür habe ich denn das jetzt verdient? Nein, ich. Du warst im Weg, wo ich die Zigarette... Ja. Also hast du mich letztens gebürgt. Ja, weil du frech warst, dann hast du es auch verdient. Mhm. Hat dein Opa auch immer gemacht, der Homer. Wenn ich frech war, ging er mir an die Gurgel. Ja, du hast halt eher noch verdient als ich. Was soll denn das heißen? Kann ich mir vorstellen. Ach nein. Welchen Opa meinst du jetzt? Mütterlicherseits. Nicht den Frederik, den alten Penner. Diesen Drecksack, diesen Bastard. Hast du es trotzdem verdient. Wer wird seinen Grund gehabt haben? Tja... Ich sage nur Therese und Maria. Ja, ist ja gut. Aber sie hatten ihren Spaß. Mhm. Und wenn die Umstände nicht so gewesen wären, dann wäre auch alles gut gegangen. Paps, nur dein Opa, der konnte mich halt nicht leiden. Punkt.
Und Polygamie war in dem Bundesstaat auch noch erlaubt, mal abgesehen davon. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Aber er wollte nicht. Ja, ist also. Ich muss mir jetzt schon wieder was zu trinken, schon langsam kommen. Gott verdammt. Ja, ich habe auch nicht mehr viel. Ich muss mit John fragen, ob der nicht dann wieder schon langsam eine Feldflasche im Angebot hat. Ja gut, so wie es aussieht, kriegt er wohl seinen Laden nicht wieder. Zumindest habe ich so den Eindruck, ja. Also war er noch nicht hat, oder wie? Wir hatten noch nicht, definitiv. Also er hat aber auch gesagt, mit dem, was er jetzt so anbaut und macht mit Vieh, braucht er den wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Es war halt auch, weil, sag ich mal, hier Knappheit mit Händlern herrschte. Ja, ist doch immer noch. Ja. Was willst du mit dem Laden in Rhodes? Da ist doch eh nichts da. Richtig. Im Landhafen tust du ja auch niemanden. Richtig. Wem gehört der eigentlich, der Laden? Der allerlei Laden? Ja. Einer Miss Walker, glaube ich. Ja, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Die soll aber wohl ihre Steuern nicht bezahlt haben und dann hat man ihnen hier den Laden geschlossen. Sie war wohl auch, glaube ich, im Kittchen. Na, jetzt ist sie wieder draußen und hat den Laden hat ein Zelt für 22 Dollar drin. Ja, irgend sowas. Da kriege ich nochmal so einen guten Tante. Ja, richtig. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ein Pferd ist natürlich mehr wert als so ein scheiß Stück Stoff. Das ist, ja. Das passt alles nicht. Mhm. Das ist ja das, was mich hier ganz, ganz verwirrt. Früher in dem anderen County, da hat das wenigstens gepasst. Wenn du denkst, ich habe damals von Will und von meinem Bruder und von meinem Neffen ein englisches Vollblut für 75 Dollar bekommen. Ja, das sei immer ein guter Preis. Ja. Gut, da hast du auch nicht so viel teilweise verdient. Also, wenn du da Post ausgeliefert hast, da hast du vielleicht 2-3 Dollar gekriegt, wenn überhaupt. Ich bin einmal von Annisburg nach Armadillo geritten. 99 Pence hat er bezahlt, dieser Halsabschneider. Gut, verdammt. Weil da war der Dollar noch was wert, wie es aussieht. Richtig. Warte mal ganz kurz, ich muss mal pinken. Was musst du? Ich muss mal pinkeln. Ich kann nicht an die Leine nehmen. Oder doch. Eieiei. Was denn? Ja, irgendwie mit den Zügeln funktioniert nicht so richtig. Ja, wenn du jedes Mal das Geschirr umlegen musst. Ja. Und Charlie, sein Pferd wird dann von Winnie trainiert, oder wie? Vielleicht. Hat sich vorhin zumindest angehört.
Anscheinend wollte Willi das Pferd hier trainieren. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, er ist halt ziemlich verwirrt. Ich hätte beide Pferde genommen, er wollte aber das irgendwie trennen, keine Ahnung. Wird doch wohl genug Arbeit da sein. Wird doch wohl genug Arbeit da sein. Naja, es kommen ja als neue Leute da, die wollen Pferde haben, brauchen natürlich erst das Geld. Naja, ist klar. Mal ein schneller Besuch in Valentine. Ja. Das war Matt, oder? Ja. Okay. Ha, ich kann mich schon langsam was merken. Wie heißt er mit Nachnamen? West. Ist ja auch einfach, ne? Ja. Tue ich mich schwer bei den ganzen Damen, die haben alle dieselben Klamotten an. Und ziehen sich jeden Tag um. Das ist schön. Ja. Ach, schön. Du musst mir dann noch sagen, was du dann bekommst für die Sachen. Ja, klar. Wenn ich jetzt natürlich wüsste, was so eine Kutsche kostet, dann müsste ich wenigstens, ob ich morgen arbeiten gehen soll oder es entspannen gehen lassen soll. Ja, wir können ja nachher mal nach Rhodes und gucken, ob er da ist und dann fragen wir einfach mal. Ich habe, glaube ich, $300 auf der Bank. Ja, warte, das trifft sich jetzt eh ganz gut. Es ist 20 Uhr, heißt, dass er, da hat Mary gemeint, sie ist im Saloon. Das passt eh ganz. Dann können wir jetzt was zu essen und zu trinken holen. Genau. So. Ist einiges los. Ja. Und danach können wir Rhodes und dann Sohn Denise zu Fitzsimmons. Ja. Verdammt, ja. Fitzsimmons war schon richtig. Fitzsimmons. So. Rein da. Dann hole ich jetzt erstmal meinen raus und gebe ihn dir. Können wir machen. Können auch zuerst mit dem Sattel machen, ist mir egal. Ja, wie du willst. Sag was. Ja, alles gut. Ja, egal, dann machen wir es jetzt mit dem Pferd übertragen. Warte mal. Ja, nur für dich zum Beispiel, ich habe die 7. Ja, ich muss nur kurz, ich sehe es halt nicht, wenn jetzt jemand kommt, weil ich jetzt auf Fullscreen gehe. Gut, Decken, irgendwas Bräunliches, bitte. Hast du überhaupt genug Geld oder muss ich dir was zustecken? Was für eine Tolle. Ja, stecke ich dir ein. Nee, es hat schon 12,50. Ich gebe dir einfach den Betrag. Oh, nee, weißt du was? Machen wir es ganz einfach. Ich sehe das nicht gut. Genau, machen wir das schnell so und dann. Gut. Dann, warte mal. Ich höre dich doppelt. So, wie ist deine Hutnummer? 7. 7. 7. Ja, 7 auf einen Streich, weißt du? Gut. Dann guck mal, ob er im Stall ist. Hast du die Meldung gesehen, ja? Nein. Aber ich guck mal. Und dann holst du mal deinen Benno raus. Ja, jetzt warte kurz. Schau mal kurz. Gut, haben da.
Hm? Bin noch kurz überlegen, ob ich die Mähne anders machen soll. Es kostet 20 Pence. Auch näher ran. Maustaste, mit der Maustaste, rechte Maustaste halten, dann kannst du bewegen. Obwohl der rote, ich sag mal, die rote Mähne sieht schon am besten aus einem Pferd. Jetzt hat er keine Mähne mehr. Was? Mhm. Langsam! Oh. Oh. Schönen guten Tag. Ein bisschen leise. Guten Tag, Opa. Hörst du mich besser, Opa? Ich bin nicht der Opa. Mein Name ist Anderson. Ach, verdammte Scheiße, sorry. Kein Problem. Ja, okay. Guten Tag, Mr. Anderson. Na, wie ist die Sachlage? Geht so. Geht so, das hört sich aber nicht sehr gut an. Lief schon mal besser, sagen wir es doch so. Ah, okay. Naja. Wir wollen hoffen, dass es bald wieder aufwärts geht. Das klingt positiv. Ja, positiv denken. Formuliert haben, ja, hoffe ich. Ja. Und irgendwelche Banditen geschnappt. Wir haben gestern noch heute früh Jimmy eingelocht gegen 1 Uhr. Ja, ich habe sowas schon gehört. Was hat er denn angestellt, der Junge? Ich komme hier. Also das Ganze beruht ja eigentlich darauf, dass... Er hat eine Kutschfahrt mit dem Senator gemacht, ne? Und er stand dann halt da an der Bahnstelle und wir fragen ihn so, was hast du denn bekommen? Wie viel gibt er dir? Ich kann nicht rechnen. Und dann wurde er gefragt, was sind denn da für Leute drauf? Ja, irgendwelche Leute. Da mussten wir halt einfach lachen, weil die Antwort einfach lustig war. Ja. Dann haben wir ihm halt weitere Fragen gestellt, haben halt weiter gelacht, weil er so komische Antworten gegeben hat. Mhm. Und jetzt hat er gesagt, ihr habt über mich gelacht, ne? Das nehme ich euch übel und... Ja, ihr hättet ihn ausgelacht, hat er gemeint, ne? Das kann man jetzt so oder so interpretieren. Dann hat er die Art von Humor schien einfach nicht verstanden. Wir fanden einfach seine... Ich habe es ihm aber schon mal erklärt. Wir haben einfach über seine Antworten gelacht und nicht über seine Behinderung, die er hat. Ja. Also, so, das habe ich ihm aber auch gesagt. Es ist mir egal, du bist ein Arschloch und deine Freunde und du, ihr werdet auf der Emerald Ranch nichts mehr bekommen. Aha. Hat er gesagt. Und ich komme halt so in die Bar rein, ne, wo da gerade... Also die sitzen... Die sitzen hier unter der Treppe an dem Tisch, ne? Ja. So, und dann sagt der Jimmy so, ja, ich brauche nur irgendwen zu überfallen. Ich habe gesagt, das habe ich jetzt einfach mal überhört. Ja, das ist mir doch egal, geh ja weg. Mhm. Ich dann so, was ist denn jetzt dein Problem? Ja, ich mag dich nicht. Blabla. Und dann hat er eine halbe Stunde wirklich uns beleidigt, uns Fotzenköpfe genannt. Und was? Das bin ich ja gar nicht von ihm gewohnt. Natürlich, wir sind Fotzenköpfe und... Ja, ich mag euch alle nicht und ihr bla bla bla, ihr seid alle blöd, ihr seid scheiße. Und ei, ja, ei, ei, ei. Dann hat ihn nämlich Mann des Salons verwiesen, dann hat ihn der
hat der POD 24 Stunden Valentine-Verbot gegeben. Das heißt, wenn er jetzt nicht bis 1.30 Uhr am nächsten Tag auftaucht, dann okay. Kann er wieder kommen. Also. Ansonsten weiß ich nicht. Also, das Merkwürdige war, gestern noch haben wir uns geboxt, weil der Marshall hat gesagt, der Jimmy hat einen Vorschlag. Ich so, hä? Was denn für einen? Ja, also, er darf ihn zweimal in die Fresse hauen. Ich so, bitte was? Wenn er mich schlägt, hau ich es aber zurück. Mhm. Und dann der Marshall, wir sollen uns boxen. Ich habe geboxt, habe den Kampf gewonnen. Ja. Trotzdem ist Jimmy immer noch pissig auf mich und hat gesagt, ja, weißt du, vielleicht überlege ich mir das, wenn du nackt von Valentine nach Rhodes reitest. Was? Oi. Das ist der Junge. Ja, das hätte ich ihm jetzt gar nicht zugetraut, weil so aggressiv habe ich den noch nie erlebt. Der war sturzbesoffen, aber das war trotzdem nicht. Nee, das ist klar, ist keine Entschuldigung. Wie gesagt, ich weiß, ich glaube auch nicht, dass er so viel Macht hat, weil er meinte, du und deine zwei Freunde, ihr werdet auf der Emerald Ranch nichts mehr bekommen, waren seine Worte. Na gut, ich denke mal, das hat immer noch John zu entscheiden. Haben Sie den Senator mal wieder gesehen? Haben Sie John mal wieder gesehen? Also John habe ich vorhin auf der Farm getroffen. Okay. Winnie auch und ja, den Winnie ist auch da. Also zumindest war er vorhin. Also wir sind noch mit den Pferden dran, die wachsen. Wie lange dauert das noch? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, denke ich mal. Bis Mittwoch, ja? Denke ich mal. Weil das Problem ist, die wachsen nicht so schnell, wie wir es gedacht haben. Ich weiß. Ja. Alles gut. Aber was jetzt, sag ich mal, das Kampfgewicht angeht und die Zutraulichkeit, da sind sie schon sehr gut dabei. Was fehlt, ist noch ein bisschen Mut, ein bisschen Courage, aber das kriege ich schnell hin. Na, ich hatte jetzt mich mit einem ihrer Mitarbeiter unterhalten, irgendein Mexikaner oder so. Dino, der ist Italiener. Sagen Sie bloß nicht Mexikaner zu ihm. Dann haben sie gleich eine sizilianische Krawatte. Okay, dann halt so. Und jedenfalls... Hallo. Guten Tag. Jedenfalls, der hat mir gesagt, dass so ein Foxtrotter würde angeblich 680 kosten. Insgesamt, er hat mir das ja ausgerechnet aus dem Buch, das finden wir ziemlich teuer, weil wenn ich mir halt überlege, dass der Ferdinand Okomua für einen sag schon noch, Roadster 550 genommen hat, finde ich ziemlich unverschämt den Preis. Ja gut, dann höre ich wieder von einem anderen Mitbürger, er hat für alles voll trainiert und beschlagen 490 genommen für einen Foxtrotter. Irgendwas stimmt doch da nicht, oder? Das kann ich nicht sagen, also die Preise, da macht die, macht Winnie. Ich weiß, dass er da hier und da was aufschlägt, weil er muss ja auch von irgendwas leben und die Leute bezahlen, aber was zahlen sie denn jetzt insgesamt für ein Pferd? Angeblich laut ihrem Mitarbeiter, also wir haben jetzt für vier Foxtrotter 2.800 bezahlt. Das heißt pro Foxtrotter $700. Aha. Das würde mit der Angabe von ihrem Mitarbeiter übereinstimmen, der gesagt hat, ein Foxtrotter insgesamt wäre bei 680, das heißt Herr Helbund würde $20 Gewinn machen. Mhm, okay. Das würde es nicht ausgehen, aber trotzdem ist das ziemlich teuer, wenn du mich fragst. Ja gut, kann ich nachvollziehen. Aber wie gesagt, die Preise, die mache ich nicht. Da muss ich mich an Winnie halten. Da halte ich mich auch generell raus. Ne? Ist er noch aktuell auf der Farm oder nicht? Also vorhin war er es noch. Wir sind natürlich von der Farm jetzt... Guten Tag. Nein. Wir sind von der Farm hier runtergelaufen. Wo er jetzt zwischenzeitlich hin ist, kann ich natürlich nicht sagen. Aber vorhin war er noch da gewesen. Alles klar. Guten Tag, Sir. Kann man Ihnen helfen? Das ist mein Sohn. Ich dachte eigentlich, dass Mary vielleicht hier ist. Ich meine, sie ist 8 Uhr da. Nee, bis jetzt noch nicht. Also die Barbesitzerin. Mary Hill oder was? Nein, Mary May. Ja, ich hätte schon verdammt Hunger, verdammte Scheiße. Ja, ich hätte auch mal gern was zu essen. May. Dass hier immer alle jemand zum Armen muss. Ich wurde auch gerade umarmt, nur weil ich jemandem ein Pferd gegeben habe, verdammt. Nicht, ich würde die Waffe nicht hier drin. Sie haben Hunger, ja? Ja, ich hole mir aber was. Also. Ich hätte Ihnen jetzt ein Croissant gegeben. Oder? Oh, die sind gut. Lass dir eins geben, Sohn. Ja, gerne. Ich nehme auch eins. Ja, wie heißen Sie nochmal? Daniel. Und das ist mein Vater, Dudley. Dankeschön. Wissen Sie was? Kriegen Sie da auch noch was. Danke. Ich darf keinen rumtrinken. Warum dürfen Sie keinen? Warum? Ich darf im Dienst keine alkoholischen Getränke. Müssen Sie ja jetzt nicht trinken. Können Sie ja nachher außer Dienst machen. Ich trinke nie Alkohol. Ja, dann nehmen Sie das verdammt nochmal. Ah, vielen Dank. Dankeschön. Ja, so. Einen guten Hunger. Ja, dankeschön. Oh, das riecht gut. Ist da Schokolade drin? Ja, da sicher. Ist ein Schokokroissant. Oh. Gott verdammt.
Ja, die Nussmischung ja, hat's auch in sich. Ja, das ist noch von den Olsens damals. Ach, Olsens, ist das der, die Fleischerei hat? Ja, die waren mal eine ganze Großfamilie. Die hatten auch noch eine Farm, wo sie Nussmischungen hergestellt haben und anderes Zeugs. Aber die komplette Familie ist ausgereist bis auf Gas. Okay. Ja, leider schade, aber was willst du machen? Ja, wirklich. So, das war jetzt wirklich lecker. Ja, war sehr gut. Also die Nuss, hab's aber jetzt die ganzen Nussbrocken zwischen den Zähnen, aber ja, was soll's. Ja, wenn du so Zahnlücken hast, kann dir auch niemand helfen. Naja, die paar Lücken, egal. Da ist er für dein Pferd. Habe ich schon erledigt. Hast du schon erledigt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, dann gebe ich dir jetzt meinen. Hast du deinen Sattel und alles schon gekauft? Habe ich alles schon erledigt. Prima, dann komm mal mit. Karte. Ja, wir können ja auch, immer noch die 7, nicht wahr? Morning, Mister sagen. Oder Sir. Wäre es mit guten Tag. Guten Tag? Ja, könnte man auch sagen. Ja. Ja, guten ja, Abend, oder? Ja, 7. Morgen. Was hast du? Jo. Howdy. Howdy. Guten Tag. Ja, was hast du? Norman Google. Schon wieder. So. Bist du schon wieder hin, verdammt? Im Stall! Wir wollen entdecken hier erstmal die Stadt, ja. Ja, wo ist der? Wo ist dein Pferd? Ich hab's den. Passt schon. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann lass uns mal da hingehen. Ach ja. Willst du die Sachen vielleicht dabei noch aus deinem Sattel rausnehmen? Nö, lass drin. Ist nichts Wildes drin, da ist nur ein Revolver, Pfanne, Gießkanne, ein paar Blümchen und noch einen anderen Schnickschnack. Der Otis, der hat sich auch gerade so gefolgt, der hat mir auch gerade so mal wieder McDoodle dich. Was? Ey, also, der Otis ja? Hat mich auch gleich umarmt, so wie der McDoodle dich. Ah, okay. Naja, er ist neu. So, der McDoodle ist ein, ja, das ist mir gerade unsympathisch geworden. Er ist ein Vollidiot, sei mir nicht böse. Sei froh, dass du nicht mehr Sheriff werden willst. Beziehungsweise, dass Daniel nicht mehr Sheriff werden will. Ja. Was, Daniel? Gott. Charlie! Schlimm. Ach, ist doch so. So tollpatschig wie der bin ich noch lange nicht. Das stimmt, deswegen passt aber Daniel besser zu ihm. Warum? Ja, Daniel ist halt der Name für Tollpatsche. Nichts gegen dich, mein Sohn. Ey. Das war jetzt der Verkehrte. Da stimmt was nicht. Der sieht ein bisschen anders aus. Wo sind die Taschen hin? Da stimmt irgendwas nicht. Ist das überhaupt deiner? Was ist denn jetzt? Ich bin in den falschen Gaul gestiegen. Ja, natürlich, aber wo sind die Satteltaschen hin? Weiß ich nicht. Das ist dein Gaul. Da waren aber Satteltaschen dran. Ja, geh mal kurz weg. Schick ihn nochmal fort. Ja, passt schon. Die sind unter den Sattel. Ah, okay. Gut. Passt schon. Gut. Gut, dann werden wir den Kleinen jetzt mal ein bisschen trainieren. Was? Dann werden wir den Kleinen jetzt mal ein bisschen trainieren. Willst du es jetzt gleich machen? Weil warum denn nicht? Also ich wäre jetzt noch ganz kurz den Gemischwandler. Ich hole mir noch mal ein bisschen Wasser. Ja gut, können wir dann machen. Ja, gut. Gut, 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 gut. Gut, gut. Die Pferde werden auch immer größer, aber leck mich doch am Arsch, was ist denn das für ein Ding? Hallo, was ist das denn? Das ist das ungarische Halbblut. Das ist doch kein Pferd. Wow. Ist gekauft, wie viel? Was habe ich vorhin gesagt? 250 plus Training.
Oder inklusive drin. Aber sprech da mit Winnie. Mit dir macht er bestimmt einen Sonderpreis. Ich gebe dir 400 und ich kriege so, wie der jetzt ist. Das ist das Pferd von meinem Sohn jetzt. Das bin ich gerade am Trainieren. Da ist auch noch nicht austrainiert. Also er hat dir schon gezahlt. Ja. Dann, so. Dann kriegst du $100 extra. Ah, okay. Gut zu wissen. Wenn er schon gezahlt hat, dann passt es. Ey, ganz ruhig. Du hast nicht zufällig eine Pferdebürste hier, die du mir verkaufen kannst? Nee, nicht dabei. Die gibt's bei Winnie. Also wenn du willst, können wir gerne nachher mal zum Stall reiten. Dann kann ich dir eine geben. Kostet $5. Ja, das wäre schön. Gut, können wir machen. Weil wir wollen ja eh dann nach Rhodes. Also vorhin war er auf der Ranch gewesen, auf dem Pferdegestüt. Allerdings ist das auch schon wieder eine Weile her. Winnie, okay. Ich bin eben vorbeigeritten, da war keiner da. Ah, okay, dann ist er schon wieder unterwegs. Was brauchst du denn, Matt? Nein, gar nichts, aber das Pferd würde mich auch interessieren. Ah, okay. Na ja, gut. Da stattliche Grüße. Ja, wenn ihr wollt, dann können wir gerne zum Stall. Dann gucke ich nochmal nach, was es genau kostet. Sag, was es. Und dann können wir das gerne unter Dach und Fach bringen, wenn ihr wollt. Moment, noch habe ich das hier nicht zusammen. Ich will ja nur wissen, was das ungefähr kostet. Also gut, dann, kosten wird. Ja, das können wir dann machen. Was kostet jetzt Pi mal Daumen? 200. Was hast du mit Training? Mit Training. Also, 5 im Sinn. Muss ich gucken. Sag ich euch dann. Nee, wie gesagt. Sag mal einen groben Preis. Sag 400 plus oder minus. Nein. Ich sag mal $300. So grob gerechnet $300. Dann mach 2 Pferde für dich. 1 für Matt, 1 für mich. Oh, danke, Terence. Gut, brauche ich aber das Geld im Voraus. Winnie holt die Pferde dann erst, wenn Geld auf der Bank ist. Warte mal, da ist doch eine Bank. Eine Sekunde, ich hole das Geld schnell. Ah, mach langsam. Warte, ich komm mit, ich muss... Jetzt geht's aber rund. Aber ehrlich, wie sieht's denn aus? Ist das nur die Farbe oder gibt's denn auch in Schwarz? Gibt's verschiedene Farben, ja. Gibt's in so dunkles Braun, glaube ich, so schwarz, dunkles Braun. Das Rot, dann so ein weißlich. Du, wenn wir nachher auf der Ranch sind, dann guckst du mir mal über die Schulter. Ja. Wenn das funktioniert, ich weiß nicht, ob ich da in aber den. Aber so Fuchsfarben ist doch richtig geil. Ja, aber ich habe keine Lust, dass jeder mit der gleichen Farbe rumrennt. Ja, da wäre ich auch sehr dankbar drüber. So geizige Sau, jetzt muss ich mein Bargeld hier nehmen. Naja. Ja, gut, dann lasst uns mal da runterreiten. Und ja, dann... das Problem ist, ich müsste bis zu den Sümpfen runter. Das machen wir heute Abend. Ja, aber damit du schon mal weißt, was für eins du haben willst, das notiere ich mir dann. Ja, den allergleichen da. Auch was? In Rot. Ja, ich denke mal, ja. Willst du nicht erstmal. Da wird er nicht so die Leistung haben wie der, denke ich mal, oder? Das weiß ich nicht, das können wir dann sehen. Gibt's den auch in Weiß? Ich glaube, hell gibt's den auch. Dann nehme ich den in hell. Wir gucken erst mal. Ja, mach doch nicht immer so ein Hektik, Herrgott nochmal. Sind doch hier nicht auf dem Pferdemarkt. Moment, pass auf, ich mach das ganz anders. Nein, aber auf dem indischen Bazar. Also ein 600 hast kommt du gesagt. Rüber. Ja, ich sag mal grob 300 pro Pferd. Dann machen wir inklusive Training, ohne Hufeisen, ne? Wir machen, ja, die Hufeisen. Das ist deine Sache. dann machen wir das so, du reitest mit Matt schon mal zu Dings, ich komme nach, ich hol Kohle. Mach langsam, können wir aber gerne machen. So, dann würde ich vorschlagen, wer möchte jetzt mit zur Pferderanch und will noch was kaufen? Dann mir nach. Ja, ich brauche noch eine Pferdebürste, eine neue. Warte mal, muss ich jetzt mit oder muss ich... Ja, du musst mit, du kannst ja dabei das Pferd schon mal aussuchen und so. Ich muss ja erst mal Geld holen. Verdammte Scheiße, ich bin da gerade erst hergekommen. Okay, dann reite ich mir los. Meine Fresse. Ich würde gerne immer noch mit Haufen Geld rumlaufen. Bloß ich habe die Zeit nicht dafür, dass ich jetzt mal Geld hole. Ja, also okay. Ich reite schon mal vor, wir treffen uns an der Farm. Ja, bis gleich. Bis gleich. Kommt mein Pferd nicht. Mann, dieser Stress. Ja, aber das merkst du, da ist Terence der Eigen, der sagt ja gleich, ja, so und so. Ja, der muss auch alles sofort haben. Ich habe auch so einen groben Überblick über seinen Kontostand. Ja, was hat er denn? Also irgendwas so, ne, 3,7 und 3,7, 3,0. Nicht schlecht. Aber ich sag mal, also ja doch, Dante ist ein bisschen größer als dein Engländer, oder?
Ja, das kann schon sein. Nee, da nehmen sich nicht viel. Ja, aber Dante hat einen fetteren Arsch als meiner. Ja, das stimmt. Dafür ist der Van Dijk muskulöser austrainiert. Ja, ist auch ein Rennpferd, ne? Das englische Vollblut, da flitzt ganz gut. Ja, was war der Ungar? Ein Streitross? Ja, sowas in der... Ja, halt so. Ja, sowas in der Richtung. Wenn, dann war das ein Schlachtross. Ja, siehst du, Joe hat recht, ein Schlachtross.